Ich grüße Sie. Mein Name ist Dieter Schnocks. Ich bin der derzeitige erste Vorsitzende des C.G. Jung-Instituts Stuttgart. Ich möchte Sie gerne heute über die analytische Psychologie C.G. Jungs informieren, möchte Ihnen kurz einen Überblick geben, was das Besondere oder das Einzigartige an der analytischen Psychologie ist. Grundsätzlich ist es so, dass eben die analytische Psychologie ein Kind der Psychoanalyse ist. Sie wissen alle, Freud, der große Sigmund Freud, hat die Psychoanalyse begründet. Jung war einer seiner wichtigen Schüler und hat dann seine analytische Psychologie auf den Weg gebracht. Einiges ist anderes, vieles ist mit der Basis der Psychoanalyse konform, aber doch viele Konzepte sind weiterentwickelt und sind auch anders und stellen auch das Besondere der Sichtweise und der Konzepte der jungschen Psychologie dar. Ich würde Ihnen jetzt gerne anhand eines Diagramms zeigen, wie wir in der analytischen Psychologie uns den Aufbau unserer Psyche vorstellen. Dazu jetzt dieses Diagramm. Und ich würde gerne von oben nach unten Ihnen einfach die einzelnen Konzepte kurz erklären, besser gesagt andeuten. Das erste wäre der Beitrag C.G. Jungs zur Bewusstseinspsychologie. Er hat ein sehr interessantes Konzept der Ich-Funktionen entwickelt, auch in Verbindung mit den Einstellungsfunktionen, die auch seine Idee waren. Der Mensch ist mehr introvertiert, mehr extravertiert. Dies hat Bedeutung für die Persönlichkeit des Einzelnen. Damit verbunden das interessante Konzept der Ich-Funktionen, wo wir immer, jeder von uns ständig die Welt erleben mit der Vorstellung des Bewusstseins von Denken, Fühlen, Empfinden und Intuition. Das heißt, diese vier Funktionen sind es, mit denen wir bewusst die Welt und unser Gegenüber wahrnehmen. Dieses Konzept ist sehr spannend, wird sehr viel in der Personalpsychologie benutzt. Ich kann jetzt hier nicht näher darauf eingehen, aber man kann jedem empfehlen, dieses interessante Funktionskonzept sich anzusehen. Wir wenigstens in der Ausbildung der Psychotherapie nehmen das sehr ernst und können immer wieder sehen, dass wir mit der Erkenntnis und der Diagnostik der Ich-Funktionen auch viel Therapeutisches dann leisten können. Wenn wir dann zum nächsten Konzept gehen, das heißt das Konzept, wo Jung Schatten sagt, er geht davon aus oder hat herausgefunden, dass das Unterbewusste, wo ja die Psychoanalyse von spricht oder Freuds tolle Idee war, zu sagen, im Unterbewussten sind verdrängte Inhalte, die viel mitbestimmen, was wir im Leben fühlen, denken und tun. So geht er, Jung, hin und sagt, dieses Unterbewusste, wie wir persönliches Unbewusstes nennen, hier diesen Diagrammteil nochmal, da in dem gibt es einen Schatten und Komplexe. Und im Schattenkomplex sind eben all die inkompatiblen emotionalen Erfahrungen, Erlebnisse, energetischen Abbildungen, die zum Ich inkompatibel sind. Also immer dann, wenn man Dinge an sich nicht möchte, dann steht, jetzt bildlich gesprochen, der Schattenkomplex als Gefäß bereit, um diese Verdrängungen aufzunehmen. Aber im Schatten, so das hat C.G. Jung immer betont, ist dieses Material, wenn man so will, natürlich nicht still, sondern drängt, will mitspielen im Leben. Und so könnte man sagen, dass im Schatten sehr viel Energie, sehr viel Emotionalität ist, die immer ins Leben hineindrängt und auch Wege findet über Projektion oder über das, was ich draußen dann erlebe, mit dem Hintergrund meiner Schattenenergien. Auf jeden Fall ist das Schattenkonzept ein spannendes Konzept, was besonders in der Psychotherapie hilfreich ist. Mit der Diagnose der verdrängten Schatteninhalte lässt sich gut arbeiten, bearbeiten und auch den Patienten helfen, sich dann ganzheitlicher wahrzunehmen.
zum Beispiel sich mit Schattenanteilen zu befreunden, ist ein großer Entwicklungsschritt, den der Einzelne machen kann und davon dann auch profitiert. Das nächste wäre, dass dieses persönliche Unbewusste, also was die Psychoanalyse das Unterbewusste nennt, da sind, wie Jung dann in Experimenten, Assoziationsexperimenten rausfand, sind eben Inhalte, die komplexhaft miteinander verbunden sind. So wird jeder von uns Inhalte haben, die mit dem Mutterbild zusammenhängen. Das heißt, die Erfahrungen an Mutter, ob sie nun emotional belastend oder emotional höchst erfreulich oder all das mittendrin, das wird alles abgespeichert im Mutterkomplex. Dazu parallel der Vaterkomplex, Geschwisterkomplex und vielleicht auch ein Elternkomplex, wo all die Erfahrungen, die ich am Zusammenleben meiner Eltern abgespeichert habe, enthalten sind. Diese Komplexe, das sind wie Schemata in uns, wirken natürlich mit ständig im Leben, wenn ich etwas wahrnehme, wenn ich involviert bin, wenn ich emotionale Erfahrungen mache, kann man davon ausgehen, dass diese abgespeicherten Erfahrungen intensiv mitwirken an dem, wie ich in der Welt agiere, fühle und bin. Diese Komplextheorie ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, weil im Grunde kann jede Besonderheit in meinem Leben zu einem Komplex werden. Das heißt, ähnliche in Verbindung stehende Emotionen verbinden sich zu einer inneren Bedeutung und damit könnte man sagen, sind es Komplexe, die einspielen. Wichtig ist, beim Schatten und bei den Komplexen sind eben nicht nur die negativen Erfahrungen, die dann auch vielleicht zu einer pathologischen Situation führen, die wirksam sind, sondern all das, was eben verdrängt wird. Und das kann natürlich genauso sein, dass ich objektiv vielleicht betrachtet gute emotionale Erfahrungen trotzdem verdränge, weil sie inkompatibel sind oder weil sie in ihrer Bedeutung im Moment überfordernd sind oder wie auch immer, landen sie in der Abspeicherung. Diese ganzen Abspeicherungen sind, wie jeder sich vorstellen kann, wichtig fürs Leben. Sie spielen sehr hinein und spannend ist es natürlich in einer tiefen psychologischen Arbeit oder Sichtweise oder in einer Therapie so mal zu klären, was sind es denn für Erfahrungen, was sind es für Abspeicherungen in meinen Komplexen, die dazu führen, dass ich so oder so womöglich auch handle und fühle, was mir Probleme macht. Wenn Sie wollen, ist das hier das Feld, das Komplexfeld und auch der Schatten, die eben zu den sogenannten neurotischen Problem führen, beziehungsweise die dazu führen, dass ich mich neurotisch fühle, das heißt unangepasst reagiere. Ja, diese Welt der Komplexe, dieses Konzept der Komplexe, wird aber in der Jungschen Psychologie ergänzt durch die Archetypenlehre. C.G. Jung hat eben sehr stark empfunden, dass es nicht sein kann, dass wir nur die Erfahrungen sind, die wir machen konnten. Das heißt, dass unsere Psyche hauptsächlich nur das ist, was ich abgespeichert habe. Insbesondere dann, wenn ich Pech hatte, wenn ich unglückliche Erfahrungen machte, wäre das ja dann eben gar nicht mehr zu kompensieren. In der Archetypenlehre ist nun so, dass einfach eine Basisausstattung an emotional, energetischen Erfahrungsmöglichkeiten in uns Menschen ist, die dann zum Glück auch kompensatorisch wirken können. Das heißt, die Grundidee der analytischen Psychologie mit der Archetypenlehre ist eigentlich, dass wir nicht nur das sind, was wir gespeichert haben und erfahren konnten schon im bisherigen Leben, sondern diese Basisgrundausstattung, die archetypische Dimension in uns wirkt mit. Sie wirkt im Unbewussten mit, die sorgt für Kompensation, das heißt, dass ergänzt wird. Und vielleicht sorgt auch die Archetypenlehre oder sorgen die Archetypen in uns dafür, dass das Leben doch seinen Kreis macht, dass doch die meisten von uns, auch wenn es immer wieder Konflikte oder große Probleme gibt, doch irgendwie auch menschentypisch durchs Leben kommen.
Das Archetypenkonzept ist nicht einfach zu verstehen. Es gibt da viele Aspekte, auch viele kritische Einwendungen. Aber wir glauben eigentlich, dass es eine sehr große Bereicherung ist bei der Sichtweise des Menschen. Ich kann hier nicht ausführlicher auf das Konzept eingehen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich da auf den Weg zu machen. Ich glaube, dass man viel psychologische Weisheit im Archetypenkonzept abholen kann. Und wir in der Jungschen Psychologie möchten auch nicht verzichten auf diese Sichtweise, da sie auch gerade therapeutisch so viele Möglichkeiten schafft. Abschließend vielleicht noch das Konzept des Selbst. Jung hat zum Schluss, das ist sein ganzes Lehrgebäude, was ich hier mal versuche, anhand des Diagramms darzustellen, auch eben noch das Selbstkonzept entwickelt. Das Selbst ist so die Basis und gleichzeitig das Gesamte. Die Vorstellung eines persönlichen Selbst könnte man vielleicht auch vergleichen mit dem Glaubensbild eines religiösen Menschen, der eben sagt, das ist die göttliche Schicht in mir, in Gott, in Allah, in Gott Vater ist alles in seiner Hand. Das heißt, hier sehen wir auch, dass dieses Selbstkonzept einen Bezug hat zur Religionspsychologie, dass vielleicht aus dieser Erfahrung, dass in uns so etwas wie ein Selbst ist, wie gesagt, was religiöse Menschen dann mit den Göttern oder mit Gott in Verbindung bringen, dass das die Basis und das Zentrum in uns sein kann. Das heißt, die Erfahrung des Selbst ist auch eine große Erfahrung von Ganzheit, kann Ruhe und Geborgenheit vermitteln. Auch hier gilt es, das Konzept zu verstehen und sich damit zu beschäftigen, ist eine große Bereicherung. Ich kann nur andeuten oder Ihnen empfehlen, auch Jungs Selbstkonzept ernst zu nehmen und sich mal umzuschauen, was dort an Weisheit und Verständnis zu holen ist. Vielleicht noch zur Jungschen Psychologie wichtig, dass wir besondere Methoden haben. Jung selbst hat neben dem Traumverstehen als große Methode das Innere zu verstehen, die inneren Impulse, die sich in Träumen meist symbolisch äußern, die ernst zu nehmen und zu verstehen. Wie auch in der Psychoanalyse nehmen wir die Träume sehr ernst und können wirklich dankbar sein, wenn Traummaterial auch das deutlich macht, wie gesagt, in Symbolsprache, was nicht so immer im Bewusstsein ist. Jung hat dann noch die aktive Imagination entdeckt oder ins Spiel gebracht. Jedenfalls ist das neben der Traumarbeit eine der großen Methoden, die wir nutzen, um an eben die unbewussten Impulse zu kommen und sie, wenn geht, möglichst aufzudecken und sie nutzbar zu machen für mein bewusstes Erleben. Sandspiel, auch eine interessante Methode, wo in Figuren mit Material etwas dargestellt wird und ich dann erkenne, was ich gemacht habe, was ich aus dem Unbewussten dort produziert habe, gestaltet habe. Ja, man könnte sagen, unbewusstes Malen, Sandspiel, Träume, aktive Imagination, das sind die Methoden, die wir in der Jungschen Psychologie gerne neben der Gesprächssituation hinzuziehen, um einfach dem Einzelnen die Möglichkeit zu geben, in sich zu forschen, im Unbewussten, könnte sagen, im inneren Afrika fündig zu werden, weil eben wir davon ausgehen, dass im Unbewussten die Fäden gezogen werden, für unser Schicksal, aber auch für viele ganz einfachen Aktionen und die Beweggründe eben dort liegen und nicht in dem, was ich in meinem Bewusstseinshaus nur entwickelt habe. Das Gesamte, könnte man sagen, ist unter dem Begriff Individuation auch aufzuzeigen. Das Konzept der Individuation umfasst das Ganze. Individuation bedeutet einen bewussten Weg gehen und
die Vorstellung, dass man vielleicht mit den Konzepten C.G. Jungs sich besser selbst verstehen kann. Das heißt, Verständnis und Bewusstsein auf meinem Lebensweg als ein ganz wichtiger Punkt bei dem, was man Individuationsweg nennt. Auf jeden Fall ist diese Idee, dass ich auf dem Wege bin und dass ich möglichst bewusst mich verstehe, vielleicht eben mit Hilfe dieser Konzepte, dieses sich selbst verstehen, sich selbst werden, werde der du bist, die alte griechische Aufforderung, das ist das, was im Grunde modern wir Individuation nennen. Man könnte vielleicht dann auch sagen, dass Individuation natürlich nur das Ziel ist. Also die Ganzwerdung, die da als Utopie im Blick ist, kann ja nur ein Weg sein. Also wir sind immer auf dem Wege und viele, die die Jungsche Psychologie schätzen oder damit umgehen, die haben das Gefühl, dass die Idee, auf dem Wege zu sein, auf dem Individuationsweg sein, zu einem utopischen Ganzwerdung, dass das einen sehr schönen Lebenssinn gibt. Dass es also ein Lebenssinn ist, auf diesem Weg ständig voranzuschreiten. Man könnte sehr viel mehr sagen über die Konzepte, aber ich hoffe, ich konnte Ihnen eine Anregung geben. Es gibt viel Literatur, vielleicht die hängen wir noch an, dass Sie sehen, wo kann man sich vertiefen. Ich lade Sie herzlich ein, eben die analytische Psychologie C.G. Jungs näher kennenzulernen. Und diejenigen, die auch eine Therapieausbildung machen wollen, sind hier in unserem Stuttgarter Institut herzlich willkommen.